Ich habe einen guten Mittag zu unserem Webinar einfach kodieren. Haut nicht aus dem Forum Gäse-Knäppchen, mehr für um Ekran, so wie dann in der letzten Woche schon Bali-Stickelchen Normalität gehen ist. Ich begrüße ganz herzlich als Minister Claude Meisch, den aus seinem Büro zugeschaltet ist, an dem ich auch geschwind Wort gewährt. Für alle begrüßen ich auch 700 Enseignanten aus dem Fundamental und aus dem Sekundär, die diesem Event haut beiwohnen. Angeschaltet sind noch als Partner aus der Kodeia-Welt und aus der Forschung, die uns bei diesem Prozess unterstützt tun und auch in Zukunft werden wir dabei sein. Vielmals merci dafür. Was erwartet ihr bei diesem Webinar heute? Für dich gibt der Minister ein kurzes Aufhören an das Sujet. Das schalten wir immer in der Schweiz bei uns zwei Keynote-Speakerinnen und da gibt das Programm einfach Kodeieren am C4 ab dieser Runde 4 gestellt. Ich wünsche euch flott 90 Minuten und gebe das Mikro weiter und den Herrn Meisch. Schönen guten Mittag, die Damen und Herren, ich begrüße dich ganz herzlich zu diesem Webinar nach dem Motto «Einfach kodieren». Eigentlich hatten wir uns ja vorgeholt, dass das Jahr 2020 das Jahr nach dem Motto soll laufen «Einfach digital». Für die Digitalbildung noch vorzubringen, für zu weisen, was das Potenzial ist von digitalen Routinen, ermuntere ich, wie man besser Schulen können organisieren und besser Schulen können halten mit digitalen Routinen. Und nun ist der Coronavirus gekommen. Den hat die Welt auf den Kopf gedreht, dann natürlich auch unser Planning ein bisschen auf den Kopf gedreht. Aber mit der Digitalisierung ist es ein Stück mehr schnell nachgegangen. Das ganz rasant gegangen von heute auf morgen, haben wir uns alle Gute müssen umstellen. Die Schüler, die Enseignanten, die Älteren. Und wir haben die Digital-Routinen ganz schnell erkennen gelernt und noch irgendwo Schätze gelernt. Und ich denke, dass man heute Potenzial gesehen von digitalen Routinen an der Bildung, dass man auch die Limiten gesehen und dann erkennt, dass eigentlich den persönlichen Kontakt nicht kann evitiert gehen. So wie bei dieser Konferenz heute wären wir ja eigentlich gerne alle guten zusammen an einem großen Saal. Man will für drinnen oder an der Pause oder nur zusammen Kaffee trinken, vielleicht ein Stück Kuchen essen. Und dann ist das ein oder der andere auch noch können erzählen. Und wir probieren über diese Weg, über das Webinar, das einfach auszutauschen, etwas beizulehren und als fit zu machen für weiter Schritt von der Digitalisierung von unserer Education. Kodieren an der Grundschule ist dann auch das Thema von diesem Webinar. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten für altersgerecht und spielerisch Kanner und algorithmisch Denken rumzukriegen, weil das algorithmisch Denken ist eigentlich eine von den Möglichkeiten, für sicherzustellen, dass Kanner in Zukunft auch die Apparate nach Werte beherrschen. Dass die Apparate das machen, was der Mensch sieht und nicht umgedreht. Dafür ist es wichtig, dass man die Sprache von den Apparaten, und das sind nun eben mal Algorithmen, dass man die erkennen und dass man das eigentlich als etwas ganz Normales auch an unseren Schulen, so wie man lesen, schreiben, rechnen, lehren, dass man eben auch Basis vom Codieren, für allem die Logik vom Codieren, dass man die können vermitteln. Für eben fit zu sein für eine digitale Gesellschaft, für die Jungen über eine digitale Zukunft für, zu bereden, auch für sicherzustellen, dass der Mensch auch seinen Platz in der digitalen Zukunft wert behalten, weil das ein Auftrag ist für ein Bildungssystem, den Mensch fit zu machen für die Zukunft. Und wir wissen nicht genau, wie die Zukunft wird ausgesehen, wir wissen, dass eine digitale Zukunft wert sind. Das hat die Corona-Krise ausgewiesen. Das wussten wir eigentlich auch schon für drin. Und ich denke, dass die alle gut nach mehr Vierwelt zu sind, ob das, was das dann am nächsten Schuljahr wird beginnen, dann, wenn wir Noten, wenn man die verschafft hat von der Corona-Krise, auch kodieren, am Fundamentalwerten aufhängen und dadurch ganz flott, kantgerecht und jeweils spielerisch Manier und Kannerwerten überbringen. Ich wünsche euch, ja, trotz allem, ob schon mal keine Pause nach Kaffee für drinnen und noch können servieren, aber ein interessantes Webinar, viel lehrreiche Konferenzen, eine flotte Echange heute mit und ich hoffe, dass wir uns alle Gute möglichst schnell dann einfach mein Kaja richtig können rumgesehen. Vielen Dank, Herr Minister, für Ihre Message zum Thema. Und wie setzen Kanner und Enseignanten und Kodieren an den Schulen in der Schweiz um? Dazu haben uns Rahel Schopp und Adrian De Gonda von der Pädagogischen Hochschule Zürich. Rahel Schopp ist dort direkt vom Zentrum für Medienbildung und Informatik, wo sie zusammen mit ihrer Equipe 17.000 Enseignanten formiert. Privat lebt sie an der Bierger, wo sie nur der Arbeit Natur genießt. Denn Adrian De Gonda ist wissenschaftlicher Mitarbeiter auf der Uni. Und hin ist responsable für die Kur Medien und Informatik, den alle Enseigner durchlaufen muss, den an diesem Fach enseignieren will.
Hin hat die Fabel für die Robotik, Programmieren und Furcht am Thema Augmented Reality. Die hat während dem Viertrag die Möglichkeit, am Chat Fragen zu stellen, die wir dann am Ende vom Beitrag auswählen und ein paar beantworten können. Herzlich willkommen an Schweiz, Rahel Schopp und Adrian Degonda. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, heute zumindest symbolisch bei Ihnen in Luxemburg sein zu dürfen. Hallo zusammen. Mein Name ist Rahel Schopp. Ich leite das Zentrum Medienbildung und Informatik an der Pädagogischen Hochschule in Zürich. Momentan bin ich, wie Sie wahrscheinlich auch, zu Hause im Homeoffice. Gegenüber von mir sehe ich eine grüne Wiese. Auf dieser Wiese wird im Winter normalerweise Ski gefahren. Mein Name ist Adrian Degonda, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter im Zentrum für Medienbildung und Informatik und ich gebe dort die Grundlagenkurse, wo die Lehrpersonen die Unterrichtsberechtigung für das Fach Medien und Informatik erhalten. Ich mache sehr gerne Musik und dort mache ich auch gerne digitale Experimente, wie hier dieses Distance Playing Experiment. Dann das zweite Bild ist meine 7 Wochen alte Tochter. Ich hoffe, man hört sie da nicht allzu sehr im Hintergrund. Und das unten können Sie wahrscheinlich nicht verstehen. Wie Luxemburg ist auch die Schweiz mehrsprachig und das wäre eben die 4. Landessprache, Rätoromanisch, meine Muttersprache. In den folgenden Minuten werden wir Ihnen aufzeigen, wie wir bei uns in der Deutschschweiz und speziell im Kanton Zürich den Informatikunterricht gestalten und umsetzen. Genau, du Rahel wirst etwas über Medieninformatik in der Deutschschweiz, spezifisch im Kanton Zürich sagen. Ich werde dann einige konkrete Beispiele vorstellen für die Zielstufe, die hier am meisten vertreten ist, also für Schülerinnen und Schüler, die zwischen 10 und 13 Jahre alt sind. Und dann wirst du Rahel nochmals etwas über Unterrichtsbeispiele sagen für jüngere Schülerinnen und Schüler. Ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Das Modul Medien und Informatik stellt im Lehrplan einen kleinen Sonderfall, einen Spezialfall dar, insofern, dass mit den beiden Fachrichtungen Informatik und Medienbildung 2 verschiedene Fachgebiete im selben Modul oder im selben Fach vereinigt werden. Bei der Umsetzung gehen wir von der Dachstuhlerklärung aus, die 3 verschiedene Aspekte oder Perspektiven ins Zentrum stellt, nämlich die gesellschaftliche, kulturelle, also die Medienbildung, die technologische, die Informatik sowie die anwendungsbezogene Perspektive. Jeder Kanton kann die Stundentafel selber umsetzen oder selber deklarieren. Im Kanton Zürich ist es so, dass ab der 5. Primarklasse eine Lektion für das Fach Medien und Informatik reserviert ist. Das Ziel dieses Faches oder dieses Moduls ist, einerseits mit den Medien verantwortungsvoll umzugehen und diese auch zu verstehen, also was steckt dahinter. Ein Ziel ist, dass die Kinder sich Anwendungskompetenzen erwerben und darauf fokussieren wir heute, dass Sie die Grundkonzepte der Informatik verstehen und selber zur Problemlösung einsetzen. Der Auftrag meines Teams ist es, eine Weiterbildung für rund 3000 Lehrpersonen zu konzipieren, sowie jetzt natürlich auch umzusetzen. Diese 3000 Lehrpersonen werden das Fach Medien und Informatik ab der 5. Klasse durchführen mit ihren Klassen. Allgemein geht es aber darum, dass wir die 17.000 Lehrpersonen im Kanton begleiten und unterstützen, also auch Kindergärtnerinnen und Unterstufenlehrerinnen. In unseren Angeboten ist es sehr wichtig, dass wir mit den Lehrpersonen primär Spaß haben, also nur wenn die Lehrpersonen das Fach auch umsetzen wollen und können, dann tun sie das auch. Wir arbeiten sehr viel unplugged, sehr viel spielerisch und versuchen immer das Handelnde ganz stark zu betonen und auch in den Vordergrund zu stellen.
Ebenso ist es uns wichtig, dass wir immer wieder aufzeigen, wie können diese Inhalte in andere Fächer integriert werden, in Sprachfächer, in gestalterische, in naturwissenschaftliche Fächer, aber natürlich zum Beispiel auch in den Sport. Die Vorurteile gegenüber der Informatik sind immer noch relativ groß. Also jede von uns hat Bilder, vielleicht auch von einem Nerd. Deshalb wollen wir immer wieder aufzeigen, exemplarisch, dass es darum geht, zusammenzuarbeiten, miteinander zu arbeiten. Und deshalb gestalten wir unsere Kurse, wie aber auch die Unterrichtseinheiten für die Lehrpersonen mit ihren Kindern möglichst abwechslungsreich. Ein wichtiger Grundsatz ist der didaktische Doppeldecker in unseren Kursen. Also wir versuchen ganz stark vorzuleben, wie wir das auch mit den Kindern umsetzen könnten. Wir spielen regelmäßig mit analogen und digitalen Medien, mit analogen und digitalen Möglichkeiten, um zu zeigen, dass nicht das eine das andere ersetzen muss, sondern dass beides zusammengehört. Jetzt übergebe ich gerne an Adrian de Gonda. Zuerst werden wir aber zusammen noch einen kurzen Film schauen. So sieht es aus, wenn die Kinder der Primarschule Bronschhofen sich mit Informatik auseinandersetzen. Statt Strom und Computern brauchen sie dazu Papier. Computer Science Unplugged heißen solche Aufgaben. Hier sieht man alle Schülerinnen und Schüler vom Kindergarten bis zur 6. Klasse. Sie stellen mit Papier jeweils ein Pixel eines Bildes dar. Zusammen bilden sie einen riesigen analogen Bildschirm. Informatik wird im Lehrplan 21 in drei Kompetenzen unterteilt. Erstens Algorithmen, zweitens Datenstrukturen und drittens Informatiksysteme. Algorithmen sind klar formulierte Handlungsvorschriften. In der Unplugged-Version kann das zum Beispiel die Anleitung zum Häkeln einer Mütze sein. Auch Programme schreiben gehört in diese Kompetenz. Die Kinder dieser 5. Klasse entwickeln spielerisch erste eigene Algorithmen, ohne Computer. Die vordere Schülerin spielt einen Roboter und der geht stur geradeaus. Nur auf eine konkrete Anweisung hin dreht sich die Schülerin nach rechts. Die Schülerin oder der Schüler muss den Roboter also programmieren. Programmieren, ein Kinderspiel. Bei der Aufgabe Unplug to Scratch arbeiten die Schülerinnen und Schüler nun mit Programmierblöcken aus Holz. Sie können sich so ganz auf die Lösung des Problems konzentrieren und lernen dabei, in der Logik der Programmiersprache zu denken. Und nun das Ganze mit Strom. Auf dem Tablet mit der Programmiersprache Scratch werden die einzelnen Programmanweisungen genau gleich wie die Holzteile aneinandergereiht. Es gilt nun, ein einfaches Versteckspiel zu erschaffen. Datenstrukturen. Wie viele Bäume stehen auf dem Schulareal und welche Form haben sie? Auch das ist Computer Science Unplugged. Die Kinder können Daten aus ihrer Umwelt darstellen, strukturieren und auswerten. Eine Kompetenzstufe der Datenstrukturen, das Sortieren und Ordnen, können schon Schülerinnen und Schüler des Kindergartens erfüllen. Die kleinen Informatikerinnen und Informatiker sortieren Bauklötze nach Farben, nach Formen oder nach Größen. Informationen anders darstellen heißt kodieren. Was mit Pixeln auf dem Fußballplatz gemacht wurde, geht auch am Pult. Die 5- und 6-Klasskinder kodieren Bilder mit Hilfe eines Rasters und beschäftigen sich auf diese Weise mit dem Thema Datenstrukturen. Zusammengefasst, Informatik in den beiden ersten Zyklen
das heißt vom Kindergarten bis zur 6. Klasse, soll selbstentdeckend sein und auf spielerische Weise den Zugang zur digitalen Welt ermöglichen. Ja, in diesem kurzen Video haben Sie jetzt gesehen, wie Informatik in der Volksschule aussehen kann. Sie haben einige Beispiele gesehen. Ich möchte jetzt im nächsten Schritt eigentlich nochmals ein bisschen genauer auf diese Beispiele eingehen, einige weitere Möglichkeiten, sich mit der Informatik auseinanderzusetzen, zeigen. Und zwar alles ausgewählte Beispiele aus einem riesigen Fundus von Möglichkeiten, die es gibt, die auch für die 4. bis 6. Klasse, also für 10- bis 13-jährige Schülerinnen und Schüler ungefähr, gedacht sind. Wie Rahel vorher gesagt hat, wäre das dann, ja, fängt bei uns in der 5. Klasse eigentlich das eigene Fach an, wo man Zeit hat für solche Beispiele, aber die ganze Auseinandersetzung mit informatischen Inhalten kann natürlich auch in anderen Fächern passieren. Ich möchte nochmals kurz diese drei Begriffe aufgreifen, weil, wie gesagt, wir richten uns eigentlich nicht nach dem Computational Thinking. Das ist auch ein Modell, das wir brauchen, das wir verwenden, um über Begriffe aus der Informatik zu reden. Aber eigentlich, unsere Inhalte richten sich nach diesen drei Kompetenzen, die vom Lehrplan 21 vorgegeben sind. Wir unterrichten das Modul oder das Fach als Medieninformatik, also beide Bereiche zusammen, und diese Kompetenzen hier gelten für die Informatik selber. Da sehen Sie die Datenstrukturen, da überlegt man sich, ja, wie können Daten überhaupt generiert werden, was heißt es, wenn man digitale Daten speichern, verarbeiten, weitergeben möchte. Wir haben Algorithmen, wo man sich überlegt, was es bedeutet, wenn man ein Problem automatisiert eigentlich dann berechnen möchte oder lösen möchte oder Lösungsverfahren eigentlich erfinden, erarbeiten für ganz verschiedene Probleme und die dann auch weiter vom Flussdiagramm eigentlich weiterentwickelt werden können bis zu Computerprogrammen. Und als dritte Kompetenz haben wir die Informatiksysteme, bei denen es meistens darum geht, dass wir einen Input haben und dann diesen Input so weiterverarbeiten möchten, dass wir einen gewünschten Output erreichen. Das kann man zum Beispiel mit Robotern machen, das kann man am Beispiel eines Computers als Informatiksystem anschauen oder auch mit Physical Computing, also mit einer Platine wie dem Calliope, also mit dem Microbit. Anfangen möchte ich mit Datenstrukturen und hier möchte ich kurz dieses Beispiel von diesen Bildübermitteln aufgreifen. Sie haben gesehen im Film, da geht es darum, dass man eigentlich sich überlegt, wenn man ein verpixeltes Bild hat, schwarz-weiß einzelne Pixel, die entweder schwarz oder weiß sind, 0 oder 1, wie kann ich dieses Bild einer anderen Person übermitteln? Was müssen wir gemeinsam abmachen und was muss gegeben sein, damit das funktioniert? Und das ist eine sehr schöne Aufgabe, das ist auch eine sehr bekannte Aufgabe, die wahrscheinlich in allen Lehrmitteln und Unterrichtsmaterialien zur Informatik in der Schule vorkommt. Und Sie sehen hier einige Beispiele, die Schülerinnen und Schüler erstellt haben. Und eine Stärke dieser Aufgabe ist auch, dass es keine die eine große Lösung gibt, sondern dass die Schüler eigentlich ein System erfinden können, das dann funktioniert und mit dem dann eben diese Daten, diese 0 und 1 wirklich übermittelt werden können. Das gleiche Bild entsteht dann sowohl beim Sender wie auch beim Empfänger. Ja, wir müssen uns immer ein bisschen überlegen, ja, was lernen die Schülerinnen und Schüler eigentlich mit diesen Aufgaben, die wir machen? Und diese Aufgabe ist eigentlich so die typische Aufgabe, um zu zeigen, was ist überhaupt Digitalisierung. Also, dass man etwas Analoges hat und das dann in eine zählbare Menge von Punkten zum Beispiel unterteilt, mit einem Raster hier, wenn wir die Pixelgrafiken anschauen. Anders funktioniert es bei Vektorgrafiken. Und hier könnten wir dann auch jedem Punkt zuweisen, ob das jetzt ein 0 oder ein 1 ist. Und sobald wir von 0 und 1 sprechen können, dann haben wir eigentlich die Digitalisierung erreicht. Dann ist dieses Bild digital.
mit allen Konsequenzen, die dann damit zu tragen sind, zum Beispiel, dass man halt Kompromisse eingehen muss, nicht mehr ganz runde Linien zeichnen kann, sondern hier bei diesem Beispiel die einzelnen Pixel auszeichnen oder dann sich entscheiden muss, ob dieser Pixel dazugehört oder nicht. Es werden aber auch immer ganz andere Sachen noch beigebracht, wie zum Beispiel Kooperation, Kommunikation. Also Sie haben gesehen, wir arbeiten sehr oft im Pair-Programming. Zwei Schülerinnen und Schüler, die zusammenarbeiten und auch solche Aufgaben, das ist ja nicht Programmieren, aber auch diese Aufgaben eignen sich sehr gut zu zweit zu machen, weil es geht ja auch darum, dass man einen Lernerfolg zusammen dann generiert, dass man kooperiert, dass man kommuniziert, einander eigentlich mitteilt, was man lernt und das Verständnis, das man von dieser Materie hat. Es geht auch so oben rechts ein bisschen dargestellt darum, dass wir unsere Welt, in der wir uns bewegen, auch verstehen, ein bisschen repräsentiert mit den Pixeln, dass ich erklären kann, wieso zum Beispiel auf meinem Smartphone verschiedenfarbige Punkte dargestellt werden können. Hier mit diesem RGB-Modell, bei dem eigentlich bei jedem Pixel definiert wird, wie viel Rotanteil, wie viel Grünanteil, wie viel Blauanteil in diesem Punkt vorhanden ist. Oder das Bild unten links repräsentiert eigentlich, ja, dass ich erklären kann, ja, wieso gibt es dann Bilder, die viel Speicherplatz brauchen und solche, die eben nicht so viel brauchen. Und solche Themen eröffnen sich dann sofort, wenn man eine Aufgabe macht wie das Bild übermitteln. Ich möchte diese Webseite hinweisen, den Pixelbetrachter. Da haben Sie die Möglichkeit, wirklich reinzuzoomen in Bildern und dann wirklich einzelne Pixel angeben zu lassen mit diesem RGB-Modell, Rot, Grün, Blau, wie viel Anteil. Und Sie können dann auch wieder rauszoomen und dann sehen Sie, welches Bild sich da überhaupt dahinter versteckt. Zum Beispiel hier, ich zoome raus und dann irgendwann sieht man, ah ja genau, das sollten Sie wohl kennen. Also es gibt sehr viele von diesen Tools, die dann auch eben den Informatikunterricht sehr anschaulich, interaktiv machen. Das kann ich dann nur empfehlen, dass Sie diese Tools auch einsetzen im Unterricht. Noch zuletzt zu diesen Datenstrukturen. Wir haben in der Schweiz ein relativ neues Lehrmittel, das heißt Connected, und das kommt in 4 Ausgaben raus, 1 bis 4. Connected 1 und 2 wäre da für die Mittelstufe, also für die Schülerinnen und Schüler, die Sie eigentlich auch unterrichten. Und Sie sehen, diese Aufgabe Bild übermitteln, die kommt auch in diesem Lehrmittel vor. Das ist wirklich eine Aufgabe, die man fast überall findet. Und ich möchte das einfach noch erwähnt haben. Vielleicht möchten Sie ja auch ein bisschen einen Fundus aufbauen an Lehrmitteln, an Unterrichtsmaterialien. Da könnte ich Connected empfehlen. Und einfach mit dem Gedanken nehmen, dass wir in der Schweiz Medienbildung und Informatik zusammen unterrichten und dass hier in diesen Büchern auch immer alle digitalen Phänomene aus 3 Perspektiven angeschaut werden, also nicht nur die informatische Bildung vorkommt. Die zweite Kompetenz, die ich mit Ihnen anschauen möchte, wären die Algorithmen. Und Sie haben auch bereits im Film gesehen, dass wir hier mit diesen Holzblöcken programmieren. Da geht es darum, auch wieder zu zweit, dass man sich überlegt, ja, wenn mir diese Werkzeuge, diese Funktionen oder halt diese Holzblöcke zur Verfügung stehen, wie kann ich mit diesen zum Beispiel jetzt in dieser Aufgabe konkret ein Schweizer Kreuz zeichnen? Und da geht es auch wieder darum, Pair-Programming zusammen überlegen, zusammen kommunizieren, kooperieren, überlegen, wie funktioniert es wirklich. Und übrigens, das lässt sich auch sehr gut motivieren, also sehr gut begründen, weil auch in der Softwareentwicklung wird sehr oft im Pair-Programming gearbeitet, einfach weil man gesehen hat, dass wenn man zu zweit an einem Problem arbeitet, dann sieht man viel mehr, man entwickelt bessere Lösungen, das Produkt schlussendlich wird so auch günstiger. Und ja, ich glaube, das ist auch eine gute Begründung, auch für Schülerinnen und Schüler, dass sie auch lernen sollen, zu zweit solche Probleme anzugehen.
Sobald dann eine Lösung gefunden worden ist mit den Holzblöcken, kann man die überprüfen, indem man ein Schweizer Kreuz dann nachfährt, also eigentlich genau das nachfährt mit einem Stift, was man da vorprogrammiert hat. Und das muss man dann selber überlegen, ob man ganz genau sich an dem hält, was man hier in Holzblöcken programmiert hat. Und als dritten Schritt kann man dann zur Plattform von Scratch, die Programmierumgebung von Scratch, und dort kann man das 1:1 so reingeben und dann schauen, ob es so stimmt oder ob man irgendwo einen Denkfehler gemacht hat. Das kann so ein Zugang zum Programmieren mit Scratch sein. Wir arbeiten auch vor allem mit Scratch, weil wir sagen, die Programmierumgebung von Scratch ist sehr mächtig. Man kann sehr vieles mit dieser machen. Es ist eine blockbasierte Programmierumgebung. Das heißt, da hat man halt die Vorteile und die Nachteile, die man damit hat. Wir denken aber gerade in diesem Alter, wo die Schülerinnen und Schüler noch nicht so geübt sind mit dem Schreiben, Zehnfingersystem, lohnt es sich vielleicht schon, eine Programmierumgebung zu nehmen, die jetzt nicht so viel Syntaxfehler generiert. Auch sonst, also die Programmierumgebung ist sehr geeignet für diese Aufgaben, die wir mit den Schülerinnen und Schülern machen, um Programmierkonzepte kennenzulernen. Eine weitere Entwicklung könnte dann sein, dass man zum Beispiel mit Karten arbeiten. Wir haben Karten erstellt, auch übersetzt von Scratch zum Teil sind sie von Scratch selber, wo man dann lernt, wie zum Beispiel ein Fangspiel zu erstellen. Hier sehen Sie, die Äpfel fangen runter, man muss probieren, die zu fangen, und dann kriegt man Punkte, wenn man das macht. Und das können Schülerinnen und Schüler in dem Alter sehr gut machen, wenn sie eine Einführung in Scratch gehabt haben, indem man Schritt für Schritt eigentlich einzelne Mechaniken einführt, wie zum Beispiel der Apfel fällt herunter, wie muss ich das machen, und da kann der Schüler auch auswählen, ob er das alleine probieren möchte oder dann auf die nächste Karte gehen möchte und dann die Lösung studieren möchte und sie so einzubauen in das eigene Projekt. Hier sind sie zwei Schülerinnen, die das genau machen, folgen diesen Karten, bauen aber auch eigene Ideen ein, und das wäre dann so ein bisschen Königsdisziplin oder das Ziel, wo man hin möchte, ist eigentlich, dass dann die Schülerinnen und Schüler dazu befähigt werden, eigene Projekte umzusetzen. Und da fängt die spannende Arbeit an, wenn sie Schülerinnen und Schüler wirklich Scratch als Unterrichts-, als Lernwerkzeug einsetzen können, weil da kann man auch Scratch in andere Fächer einsetzen. Das ist ja eigentlich auch ein Ziel, das wir möchten. Wie zum Beispiel, man könnte Scratch als im Fernsprachenunterricht einsetzen. Man kann zum Beispiel ganz einfach ein Übersetzungstool einbauen. Ich kann etwas eintippen und das wird dann von verschiedenen Figuren auf verschiedene Sprachen übersetzt. Und das kann man sogar als Audiodatei abspielen lassen. Also das heißt, man sieht nicht nur die Übersetzung, sondern man hört sie dann auch. Und wenn man das mit einer Programmierumgebung wie Scratch macht, dann kann man das extrem individuell gestalten und erstellen. Also nicht unbedingt, ja, man kann das auch komplett anders machen als Spiel, wo etwas abgefragt wird, bevor die Lösung angezeigt wird oder wie auch immer. Eine weitere Möglichkeit könnte sein, im Musikunterricht mit den Instrumenten, die Scratch zur Verfügung stellt, ein ganz neues, eigenes Lied zu komponieren oder irgendwie in Verbindung auch zum Beispiel mit der Platine Makey Makey, dass man von externen Inputs geben könnte und so Instrumente steuern könnte, die dann am Computer angezeigt werden. Vielleicht haben Sie schon gesehen, es gibt zum Beispiel das bekannte Bananenklavier, bei dem man Bananen berühren muss und so ein Lied spielen kann. Oder da das dritte Beispiel, Scratch eignet sich sehr gut, um Geschichten zu erzählen, um Animationen zu erstellen, und da gibt es, das wären wunderbare Aufgaben für einen Sprachenunterricht, Fremdsprachenunterricht, damit die Schüler sich eine Geschichte ausdenken können, den ganzen Prozess mit Storyboarding durchmachen können und dann hier als Animation dann auch als Produkt abliefern können. Auch im Film haben Sie noch gesehen,
die Möglichkeit, mit dem Robotermenschen sich mit Algorithmen auseinanderzusetzen. Schülerinnen und Schüler versetzen sich in die Rolle des Programmierers oder des Roboters und lernen so eine Sprache, eine eigene Sprache kennen, um dann ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und hier bei diesem Beispiel rechts sehen Sie, hat eine Lehrperson das im Sportunterricht eingebaut und so den Sportunterricht mit Informatik verbunden. Die dritte und letzte Kompetenz sind die Informatiksysteme. Auch hier arbeiten wir mit Karten. Wir haben Challenge-Karten für den Ozobot und für den Thymio, zwei Roboter, erstellt. Und ähnlich wie beim Scratch werden hier zuerst Kompetenzen erworben. Wie kann ich einen Roboter steuern? Wie kann ich Input in einen gewünschten Output umwandeln? Und wenn dann mal die Basis erschaffen ist und gelernt worden ist, dann können kreative Projekte durchgeführt werden, wie zum Beispiel das Robotertier, das hier programmiert worden ist und auf ganz verschiedene Inputs dann mit verschiedenen Outputs reagiert, um so eben dieses Informatiksystem kennenzulernen vom Roboter, Roboter als Lernwerkzeug. Hier sehen Sie noch zwei Bilder des Calliopes. Ich habe gehört, dass sie auch mit einer Platine arbeiten. Das hier wäre Calliope Mini und diese Platinen sind oft ähnlich aufgebaut und da geht es meistens darum, eben diese Zusammenwirkung kennenzulernen und spannende Projekte auch auf die Beine stellen zu können. Und hier noch zwei Bilder zum Thymio. Thymio ist ein Roboter aus der Schweiz, aus der französischsprachigen Schweiz, den wir einsetzen im Unterricht. Und da sehen Sie auch links, zuerst wird mit Karten, werden die Grundlagen gelernt und nachher geht es hin zu den offenen, spannenden, großen Projekten. Eine weitere Möglichkeit, sich mit Informatiksystemen auseinanderzusetzen, ist die szenische Lesung. Hier sehen Sie ein Beispiel aus der Lehrerweiterbildung, bei der jede Lehrperson eine Funktion oder eine Komponente des Computers übernimmt und dann wird mit einer szenischen Lesung, mit einem Theater, wird eigentlich gelernt, welche Aufgabe jede Komponente dann hat und wie die miteinander zusammenspielen. Und wir haben auch Lehrpersonen, die das mit den Schülerinnen und Schülern durchführen und da entstehen tolle Projekte wie ein ganzes Theater, das dann als Abschluss für einen Elternabend aufgeführt worden ist. Und mit diesem Beispiel möchte ich meinen Teil auch abschließen und übergebe nachher wieder an Rahel. Moment mal! Wer hat das hier denn sein? So einfach wird man nicht zum Betriebssystem durchgestellt. Betriebssystem? Bist du überhaupt bereit für eine Meldung dazu zu tun? Seit rund 2 Jahren setzen Lehrpersonen im Kanton Zürich auf der Primarstufe das Fach Medien und Informatik um. Wir erhalten immer wieder Feedback, aber sehen zum Beispiel auch über die sozialen Medien, was wo durch wen umgesetzt wird. Es lohnt sich zum Beispiel auf Instagram Primardiamanten zu folgen. Das ist eine Mittelstufenlehrerin, die regelmäßig aus dem Unterricht berichtet, insbesondere natürlich auch, was Medien und Informatik angeht. Bei ihr sieht man auch schön, wie sie die Themen in die Fächer integriert. Auf der linken Seite ging es zum Beispiel um Sprache und rechts um Geografie. Im Kindergarten und in der Unterstufe gibt es kein spezielles Zeitgefäß für Medieninformatik. Das heißt, es wird integrativ unterrichtet. Sehr beliebt bei den Lehrpersonen sind die Bilderbücher oder Bücher von der Serie Hello Ruby von Linda Lucas.
diese Bücher regen an, etwas umzusetzen, sei es im Elternhaus, sei es aber auch in der Schule, also respektive im Kindergarten oder der Unterstufe. Auf spielerische Art und Weise wird der Computer erforscht. Hier werden die Kinder angeleitet, selber einen Laptop herzustellen. Oder andere Beispiele, hier zum Beispiel aus dem Kindergarten. Da hat die Kindergärtnerin das Thema Körper bearbeitet. Mit einem Anyreader-Stift konnten die Kinder zum Beispiel abhören, wie ein Körperteil heißt. Mit dem Bluebot haben die Kinder dann verschiedene Körperteile erkundet, die durch die Lehrperson vorgegeben wurde. Also sprich, die Kindergärtnerin hat zum Beispiel gesagt, lass den Bluebot zum Knie fahren, und die Kinder mussten dann den Bluebot dementsprechend programmieren. Wir selber sind dran, ein Heft zu erstellen, das sogenannte MIA-Heft, Medienbildung, Informatik, Anwendungskompetenzen. Dieses Heft spricht momentan erste und zweite Klassen an. Wir wollen bei diesem Heft einerseits aufzeigen, wie Unterricht heute stattfinden könnte. Andererseits unterstützen wir aber die Lehrperson damit, dass sie konkrete Arbeitsaufträge für die Kinder erhält. Über den QR-Code kann ein Kind einen auditiven Beitrag hören, bei dem das Kind eine Anleitung erhält, etwas umzusetzen. Sobald das Kind diese Anleitung umgesetzt hat, bekommt es einen Sticker, und mit der Zeit füllt sich das Heft immer mehr mit diesen Stickern, bis alle Bilder komplett abgedeckt sind. Und wenn man genauer hinschaut, sieht man ganz viele Details. Also diese Wimmelbilder sollen dazu anregen, genau hinzuschauen. Sie sollen anregen, verschiedene Themen zu diskutieren. Beim linken Bild geht es zum Beispiel darum zu zeigen, wie Tablets versorgt werden können, oder dass es klar ist, dass irgendwo einfach noch ein Computer rumsteht. Beim mittleren Bild wird schön aufgezeigt, dass ein freier Auftrag zum Beispiel sein kann, mit Robotern zu arbeiten. Und rechts wird auch aufgezeigt, dass die Kinder nicht unbedingt einfach alleine an einem Tablet sein sollen, sondern dass es vielmals eben darum geht, Kommunikation und Kooperation zu leben. Danke, Rahel. Somit sind wir auch schon am Ende der Präsentation. Ich möchte Sie noch darauf hinweisen, dass die Materialien, die wir vorgestellt haben, zum größten Teil auf unserer Webseite bhz.ch/mia zur Verfügung stehen. Dort können Sie zum Beispiel die Lernkarten herunterladen. Wir würden jetzt noch bei Fragen zur Verfügung stehen und freuen uns auf Ihre Anregungen. Bis gleich. Vielen Dank, Rahel Schopp und Adrian Degonda aus der Schweiz. Ich habe jetzt in meinen Ohren Empfänger eingestöpselt, so dafür auch kommunizieren können, um die Fragen zu beantworten. Einige haben uns erreicht. Eine Frage: Wir in Luxemburg starten jetzt mit den älteren Kindern. Sie sind schon ein paar Jahre vor uns, auch mit den Kleinkindern. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht oder machen Sie bei der Einführung von Codieren bei Kleinkindern? An Rahel Schopp. Es kann sein, dass Rahel eine schlechte Verbindung hat. Sie hat mir vorher geschrieben, darum erlaube ich es mir. Jetzt sehen wir sie. Gut, Rahel. Übernimm du. Okay, gut, ja, gerne. Also wir machen beim Einführen von Programmieren, also wenn Sie von Codieren reden, dann konnotiere ich das mit Programmieren, da machen wir die Erfahrung, dass es wichtig ist, dass man eigentlich verschiedene, also mit verschiedenen Schritten anfängt, ganz einfache, einstrukturelle Programme zuerst, die vielleicht eine einzige Sequenz etwas auslösen. In Scratch zum Beispiel, wenn man dort mit die Katze programmiert, dann kann man zum Beispiel ohne Schleifen, ohne bedingte Anweisungen anfangen zu programmieren, dass die Katze läuft und dann etwas sagt.
Und dann fängt man an mit komplexeren Programmierkonzepten. Das wären eben dann eben Schleifen und bedingte Anweisungen. Das geht hin bis zu Unterprogrammen, die auch erstellt werden können. Und logische, also komplexere Systeme, die dann eingebaut werden. Was auch wichtig ist, es gibt verschiedene Tools oder Überlegungen, Aufgaben, die dann bereits, also auch unplugged programmieren, wo man sich überlegt, ja, wie muss überhaupt ein Programm erstellt werden, dass ich eine Sequenz logisch eindeutig abarbeiten kann. Und ich würde eigentlich immer empfehlen, dass man unplugged, nicht am Computer anfängt, sondern wirklich mal die Schüler überlegen lässt, ja, was macht es jetzt, wenn ich eine Sequenz genau so definiere? Und komme ich zu dem Ziel und würde ein Roboter oder ein Computer auch genau das machen, was ich mir vorstelle? Dass so eigentlich das Verständnis von Algorithmen, von Programmen dann zuerst gestärkt wird und dann kann man mit Tools wie Scratch dann weiterarbeiten, die weiterentwickeln. Okay, danke schön. Das heißt, Kleinkinder, wir haben es ja auch im Film gesehen, die haben keine größeren Schwierigkeiten mit der Einführung von Unplugged-Unterrichtsideen, Anleitungen. Also, wenn Sie von ganz kleinen Kindern reden, wie von der ersten bis dritten Klasse, die Rahel Job kurz vorgestellt haben, dort, genau dort gibt es Tools wie, also wir haben kurz den Bebot vorgestellt. Dort sind ganz einfache Programme, kann man dann speichern im Roboter. Man gibt zum Beispiel einen Weg vor, vorne nach vorne und dann nach rechts und dann nach vorne. Und dann muss man von einem Ort zum anderen. Und solche Tools lassen sich gut einsetzen. Und das ist so eine Mischung zwischen Unplugged und einem Roboter, weil eigentlich müssen sie ja nicht am Laptop arbeiten. Es gibt auch Karten, zum Beispiel Karten mit Befehlen, die man verwenden kann und dann diese Befehle ein Befehl nach dem anderen arbeitet. Und so kann man auch ganz ohne Computer Programmierkonzepte programmieren auch einführen. Ja. Danke. Eine Frage, Herr de Gonda, Sie sind in der Lehrerinnenausbildung aktiv. Welche Fragen, Sorgen oder auch kritische Anliegen, denken, bringen die Studierenden mit in ihr Seminar? Was wir erlebt haben seit den letzten Jahren, in denen wir Weiterbildungen anbieten, ist im ersten Jahr, also wir haben die Weiterbildung für das Fach Medien und Informatik, dort konnten sich Lehrpersonen eigentlich anmelden. Und im ersten Jahr hatten wir sehr viele Lehrpersonen, die ein großes Interesse an das neue Fach hatten und wahrscheinlich auch bereits viel Vorerfahrung. Und dann jedes Jahr ein bisschen weniger Vorerfahrung und ein bisschen weniger so, das Herzblut für dieses Fach. Was wir jetzt machen, ist, dass wir Lehrpersonen haben, die ein bisschen Angst haben, dass sie nicht geeignet sind oder zu wenig Vorerfahrung haben und noch gar nichts von Informatik wissen, vielleicht noch gar nie in ihrem Leben programmiert haben und dass sie wie den Schritt nicht schaffen. Und das ist natürlich, das ist uns bewusst. Wir befinden uns in einer sehr speziellen Lage. Lehrpersonen haben wahrscheinlich nicht in der eigenen Primar- oder in der eigenen Volksschulzeit programmiert und sich mit Informatik auseinanderzusetzen. Und das ist wichtig, dass man versteht, dass das auch völlig in Ordnung ist, dass man auch von null auf das lernen kann und dass solche Kurse und ja, das auch anbieten, also unsere Kurse schauen, dass wir wirklich von null anfangen und die Basis aufbauen. Und das ist spannenderweise ein Phänomen, das eigentlich wahrscheinlich überall auf der Welt ist, dass die Lehrpersonen sich jetzt eigentlich mit etwas auseinandersetzen müssen, was sie vorher noch nicht kennen aus der eigenen Kindheit. Aber das macht sie auch sehr spannend. Also, genau. Ich denke mal, am Schluss der Kurse schauen die Lehrpersonen zurück und denken, doch, ich habe es geschafft. Ich habe es auch geschafft, auch obwohl ich keine Vorahnung hatte. Dankeschön. Eine weitere Frage haben wir noch. Und zwar, ist Programmieren, Codieren zurzeit einfach nur ein Hype, wie so viele Trends im Laufe der Zeit reinkommen? Oder sehen Sie im Laufe der Zeit bei der Kompetenzentwicklung der Kinder eine Veränderung? Oder flacht das wirklich ab mit den Jahren? Wie schauen Sie zurück und nach vorne? Ja, das ist eine spannende Frage, wahrscheinlich eine, die auch
gewisse Leute sehr kritisch eigentlich beantworten würden. Also man kann ja auch sagen, programmiert wird ja nicht erst seit jetzt in den Schulen. Wenn man zurückschaut, Papert und so weiter, die haben wirklich in den 70er Jahren bereits programmiert in den Schulen. Die haben wirklich bereits dort wollen, dass man, dass das zum, auch zum obligatorischen Schulinhalt wird. Ich denke, wir sind jetzt momentan an einem Punkt, wo wir sagen können, dass das Programmieren wirklich überall angekommen ist, dass man verstanden hat, dass es sinnvoll ist, sich eigentlich mit einer neuen Sprache auseinandersetzt, die in der Zukunft sicher auch noch mehr verwendet wird. Aber das ist vielleicht nicht unbedingt auch der wichtigste Grund, wieso man programmieren soll. Nicht damit man programmieren kann, sondern Programmieren eignet sich auch sehr gut, um über verschiedene Themen zu reden. Das haben wir vorher gesagt, also um zum Beispiel um das logische Denken zu fördern, um kooperative Projekte. Dafür ist Programmieren kann ein geniales Tool sein. Und ja, darum sage ich, also ich glaube, solange man nicht probiert, Programmierer oder Informatiker auszubilden in der Volksschule, solange wir sagen, das ist ein Unterrichtsgegenstand, mit dem können wir über Informatik lernen, aber auch Informatik selber lernen und auch sonstige Sachen lernen, eignet sich das hervorragend. Und da können wir das wirklich einsetzen in den Schulen, dann wird es auch nicht verschwinden. Gefährlich finde ich, wenn dann eben so ein bisschen das Programmieren gelernt wird, damit wir in Zukunft die Programmierstellen besetzen können, die da noch frei sind, die besetzt werden müssen in der Wirtschaft. Ich glaube, das wäre eine falsche Argumentation, um Medien und Informatik in der Schule zu haben. Klasse. Vielen Dank, Herr de Gonda. Und auch vielen Dank an Rahel Schopp und an euch beide für diesen Beitrag und den kreativen Erfahrungsaustausch jetzt. Okay, dann switchen wir schon zurück auf Lützeburg an. Wir kommen zurück auf Lützeburg aus der Schweiz, wo wir das Programm einfach kodieren am C4, ab das er rund 4 Stellen werden. Und dafür begrüßen wir den Claude Reuter, hier in der Schulmeister, ein Teil von unserem Skript-Codeia-Team, zusammen mit René Schaber, Raoul Petit, Carlo Thiemisch und Andy Arendt hat hier ein Programm ausgeschafft. Und noch während dem Klotzinger-Präsentation hat die Möglichkeit, am Chat Fragen anzurichten, von denen wir da am Ende vom Vortrag natürlich ein paar beantwortet werden. Claude, schön, dass du da warst, du bist fort. Voilà, merci Martin. Ich gebe dann über einfach kodieren schwätzen. Einfach kodieren, vertieft, das war das so dumm, hat er gemengt. Voilà, wir haben angefangen, im Skript so am Mai bis September 2018 uns mal die ersten Gedanken zu machen zu all den Begriffen, die du gehen. Kodieren, Computational Thinking, vertieft das alles. Vertieft das für die Schule, wie kann ich das umsetzen? Du hast hin, als du den ersten Test festgemacht hast, es gibt ein Projekt vom September 2018 bis den Juli 2019 an Klassen vom Zyklus 1 bis Zyklus 4, wo es ungefähr 20 Klassen Aktivitäten am Bereich Computational Thinking durchgeführt haben, wo wir die Erfahrungen gesammelt haben, ihre Feedback-Routen. Und du hast hin, eine erste Evaluation gemacht, vom Juli bis Oktober 2019, aus den Erfahrungen dort zu lernen. Daraufhin hast du eine Arbeitsgruppe gegründet in einem Skript, die probiert, daraus ein Konzept zu bauen, um zu gucken, wie kann ich das landesweit umsetzen. Daraufhin kommt ein zweites Testphase am Kader von der EU Code Week am Oktober 2019, wo die ja ungefähr 30 Klassen, aber die hier just die Zyklus 4, wo die Workshops aufgehalten sind von externen Partnern wie Code Club oder Women in Digital, die dann Workshop an den Klassen aufgehalten haben. Und auch daraufhin haben wir dann eine zweite Evaluation gemacht, um zu gucken, welche Erfahrungen haben wir das hier gesammelt, du warst spezifisch dann just am C4. Ungefähr parallel dazu, als auch eine externe Beratung haben wir gebraucht. Da haben wir eine Gruppe der Consultants gegründet. Zu dem Gruppe der Consultants waren der Vertreter aus den Regionaldirektionen, vom IFEN, von den Kneffen, die uns dann eben ihre Feedback geben und zu dem Material, was wir da schon ausgeschafft und die Ideen, die wir hatten, für zu gucken, voilà, wie sind die externen Leitdaten für uns dann neue Erfahrungen noch zu gehen. Also immer gut, wenn ihr von außen auch ein bisschen drauf guckt. Daraufhin haben wir dann einen dritten Test festgemacht. Und zwar sieht ihr heute, dass dann Unterrichtsideen an der Praxis. Das heißt, wo man die echten Unterrichtsideen hat man derzeit ausgeschafft, für zu weisen, voilà, wie kann ich das machen, für den Enseignant etwas zur Hand zu gehen, wie ich das Kind durchführen kann.
Und die unteren Ideen haben auch verschiedene Klassen gegeben, die ausprobiert haben, für uns darum, das Feedback zu geben, aus der Klur, was man da geschrieben hat, und aus der verständlich, kann ich das nur wirklich so umsetzen. Parallel bisschen dazu ist auch ein Peer-Review gelaufen von der Universität Lützburg und von der Donau-Universität von Krems, die auch das ganz durchgeguckt haben und uns ihre Feedback dazu gegeben haben. Voilà, das ist der ganze Werdegang, wie bis du gegangen hast. Das heißt, du hast schon viel überlegt und durchgehen, um zu gucken, wie das Kind durchfeiern. Wir gucken mal noch ein bisschen den Begriff Computational Thinking. Was heißt das dann eigentlich? Was kann man sich darunter vorstellen? Die gesamte Definition von Janet Wing, das ist nur eng von vielen, weil es ganz viele Definitionen zu Computational Thinking, das ist kein Begriff, den ich so einfach fassen kann. Die ist vielleicht schon ganz interessant, weil du am Anfang drei Elemente sind, die interessant sind. Computational Thinking ist ein Gedankenprozess. Das ist schon mal ganz wichtig. Das heißt, es geht nicht nur just mit Computer schaffen, sondern auch die Gedanken, wer am Kabel 4 geht, das ist ganz wichtig. Das ist die erste wichtige Sache. Die zweite Sache ist, dass es darum geht, ein Problem zu lösen. Das heißt, eine Lösung zu finden zu einem Problem. Und dass die Lösung muss an eine Form bringen. Das heißt, also, es geht nicht einfach darum, die Lösung zu finden. Ich probiere es auch formal niederzuschreiben, festzuhalten. Und dann den dritten Teil, der ganz interessant ist an der Definition, der das, dass die Lösung, die du abschreibst, so formuliert, dass den anderen sie kann ausfeiern. Ein anderer, der kann in dem Moment irgendein anderer Mensch sein, der kann auch dann in dem Moment irgendein Gerät sein, ein Roboter oder ein Computer. Das ist also am Anfang, du willst eine flotte Definition, weil du ein bisschen weißt, was du machst, geduld das. Computational Thinking soll ja ab next year am Cycle 4 an Kompetenzen an der Mathe verbunden gehen. Auch du gesagt, wenn ich die Grafik guckt, da gesagt, dass Kompetenzen von mathematischem Denken, Geometrie, Algebra und diese Sachen, überschneiden sich zu einem großen Teil mit den Kompetenzen aus dem Computational Thinking, was dann zum Beispiel aus Problem-Solving, etwas modellieren, das heißt, ein Problem aus der realen Welt, so wie ein Modell davon erstellen, das heißt, ein bisschen vereinfachen, die unwichtigen Sachen wegschlüsseln. Da das dann, du wenigst gesehen am Fungal High bei der Grafik, da der Fungal das mathematische Denken an Computational Thinking ganz eng mit nie verbunden sind. Was ist da lo Codieren, wie lo Computational Thinking erklärt, für das Codieren? Codieren, das heißt im Cambridge Dictionary, eine Beschreibung davon, du gesehen am Fungal Codieren, heißt Instruktionen abschreiben. Das heißt, ein befehlsvolles, was ich muss machen, für etwas zu erreichen. Und die befehlsvolles, von der Stich haben nicht definiert tun, und vielleicht in einer bestimmten Manier notiert tun, das nennt ihr dann ein Programm. Das heißt also, Codieren, also von dem Endresultat von dem Ganzen, das heißt, was bist du Problem gelesen tun, das sind die ganzen Überlegungen, die ich vier muss machen, und dann zum Schluss notieren statt dann, und das ist dann Codieren. Das heißt also, Codieren ist die letzte Etappe eigentlich vom Computational Thinking, wenn der ganz niederschreibt. Ziel ist nicht nur für Informatiker auszubilden, das brauche ich nicht. Ich meine, das nämlich für den anderen Fächer, wenn wir Deutsch halten, als wir nicht das Ziel für Schriftsteller auszubilden. Am Sport wollen wir auch nicht professionelle Sportler ausbilden. Mehr es geht darum, für die Grundbegriffe zu verstehen, vielleicht Interesse bei den Engen wecken, dass die Engen Fülle machen, und mit das nicht Ziel für das zu erreichen. Ziel beim Computation Thinking, mir gesagt, das ist ein Problem, lesen, geht es darum. Also auch nicht nur just Rätsel zu machen, die keinen Belang haben zur Umwelt, zum Leben. Das ist auch nicht das Ziel. Ein Ziel ist auch nicht, für ein neues Fach anzufeiern. Ich gebe ein Beispiel hier, ein Beispiel Unplugged. Unplugged, wie ich gesagt habe, Computational Thinking ist für dich mal ein Gedankenprozess. Und so wie ich auch zum Beispiel bei der Astronomie, ich auch nicht, dass man muss mal Teleskope schaffen. So was doch bei Computational Thinking muss ich nicht immer mit Computer schaffen. Ich kann das, die Kompetenzen auch fördern, indem sich eine Aktivität machen, wo ich ohne Computer auskomme. Hallo, ein Beispiel bei Unplugged. Fehlererkennung. Das Thema wäre Fehlererkennung. Material, wenn ich dafür brauche, das sind 36 quadratische Kärtische, eng seit weiß, eng seit farbig. Das ist alles, was vom Material du gebraucht wird. Der Lien zum Plan d'Etude ist auch interessant, weil ich die Aktivität mache. Was tut das mit meinem Unterricht? Sie haben mir gesagt, das ist kein neues Fach. Ich muss ja da sehen, wie ich das kann integrieren an ein Fach. Und du hast gesehen, zum Beispiel die Aktivität heute, die wäre an der Mathematik. Kind steht verbannen, und zwar geht ein Muster erkennen. Wir sehen das direkt. Und dann ist auch immer Lien zum Alltag, den du beikennst. Ich meine, wenn die Computational Thinking erst soll, nicht mehr Rätsel machen, sind, mit soll sehen, was tut das mit der Realität, die mit meinem Alltag.
Ich habe beim Thema Fehlererkennung kann ich sich vorstellen, was das mit dem Alltag zu tun hat. Am Alltag haben wir mit Fehlererkennung zu tun. Bis ich immer irgendwo mit Fehler, die man muss verbessern. An der Schule, aber auch am Alltag. Und dann natürlich auch den Link zur Computerwelt, also auch Computational Thinking. Das heißt, wir probieren auch mal durchzufahren, was das damit zu tun. Computer überdrehen ganz viele Daten. Und was schon für Computer wichtig ist, dass man erkennen kann, die Daten, die du empfängt, sind die richtig, hast du Fehler dran? Der Computer muss also auch keine Fehler selber erkennen. Voilà. Die Aktivität, die ich mit den Schülern mache, für das zu weisen, 36 Kärtchen, die ich brauche. Du kannst noch sehen, dann Schüler fragen, voilà. Lied die Kärtchen mit die auf Tafel, mit irgendeinem Muster, die könnt ihr weiß oder schwarz, oben mal wieder wollt. Stellt es als Quadrat, lädt sie dahin. Hier wird dann ein Beispiel von einem Muster, wie sie könnt dahin machen. Die Schüler haben das dann dahin gemacht und dann seht ihr noch sehen, ja, so wie ein Zaubertrick wird das ein bisschen. Das ist so zu viel einfacher für mich. Mit den Kärtchen, da ist man eine Kolonne bei und man innen noch eine Reihe bei, für das ein bisschen mehr kompliziert geht. Weil hier wird das zum Beispiel, wird das noch sehen, ihr gibt dabei, man. Natürlich hast du einen Trick dabei, den Schüler dann natürlich am Anfang nicht kennen. Du noch sehen, ihr passt immer auf, dass an aller Reihe eine große Zahl von schwarzen Karten ist. Und auch an aller Kolonne eine große Zahl von schwarzen Karten ist. Für die erste Reihe hat man 4-3 schwarze Karten, dann müssen wir noch sehen, nur eng dabei haben wir eine große Zahl. Voilà. Zum Beispiel die erste Spalte haben wir da 2, das ist schon eine große Zahl, dann müssen wir noch sehen, die man eine weiße Karte dabei. Voilà. Nun geht noch sehen, dann da müssen wir dabei, das ist nicht gesagt, was sie nicht, die Idee für das zu machen. Ich gehe nur raus und dann sehen die Schüler, sie sollen eine Karte umdrehen. Und wenn dann rackend, dann findet ihr raus, wie eine Karte sie umgedreht hat. Wir möchten das dann dem Moment, ich gehe für den Moment direkt erkennen, wenn ich eine Karte umdrehen, als eine Reihe an eine Spalte, wo eine ungerührte Zahl von Schwarzen ist, das ist die Intersektion von denen zwei, das wäre dann die Karte, die die Schüler umgedreht haben. Voilà, das klingt dann für die Schüler vielleicht ein bisschen am Anfang wie ein Zaubertrick, wie wir das gemacht haben, das rauszufinden. Voilà, und da geht es darum, dass die Schüler dazu sollen rausfinden, wie kann ich das rausfinden, kann der Pummel probieren, sie können das selber probieren. Und da ihr das schon selbst darauf könnt, voilà, das ist ein Muster, das ist das Muster hier gewischt, ich muss eine Geburtszahl haben, für sie nicht auf vier gegangen und wie das dann weitermachen kann. Und dann kann das auch weiter verdeben, dass ich zum Beispiel Fred geht das dann auch, wenn ich so nicht als Quadrat hinlege, geht das auch, wenn ich da mehr wie 5 war, wo ich kann und so weiter. Wo die Schüler das dann können raus, austesten und dann probieren, wie sie rausfinden. Und dann, ich denke, Regelmäßigkeit können darüber kennen. Voilà. Du kannst dann noch Tipps und Tricks noch dabei gehen. Zum Beispiel, voilà, geht der Schuss mit Schwarz-Weiß? Nein, geht natürlich auch mit einer Farben. Oder mit allen Gegenständen, die eben zwei Zustände haben, wie Schwarz-Weiß. Und bei zwei Zuständen sind wir am Anfang da beim binären System, wo 0 oder 1 geht, wo dann die Lehre mit der Computerwelt gemacht wird. Das Ganze dann nimmt man beim spielerischen Erd weiß. Voilà. Die verschiedenen Kompetenzen, die du gebraucht gehen. Wie gesagt, wir haben das Spiel gemacht, weil ich schon Mustererkennung gesehen habe, auch heute am Anfang Computational Thinking kann ich ob 8 Kompetenzen regruppieren, die am Anfang die wichtigsten Kompetenzen sind, die ich da brauche. Das ist dann Mustererkennung, das ist dann merken, okay, du hast etwas, da will ich auch, wie es weitergeht. Eine Verallgemeinung, wo ich vielleicht merke, dass du hattest schon denke, so eine ähnliche Form, aber was du benutzt und das kann ich auch noch hier benutzen. Zerlegung, wenn ich ein Problem habe, das ziemlich kompliziert das kann ich dann lauter Einzelprobleme zerlegen und dann als alle Einzel handeln nicht, als mir einfach zu lesen. Abstraktion, die Details wegschlossen, die nicht wichtig sind, die ich im Moment nicht brauche. Algorithmisch denken, genießt Schritt 3 noch machen, wie muss ich 3 noch 4 gehen? Zum Beispiel beim Backen, wo ich auch algorithmisch einen Algorithmus anfangen, den muss befolgen. Da steht genau, wer den 3 noch machen muss. Ich kann nicht für dich Sachen an der Chefschmann oder da ist mir rauszuholen. Das ist gedenk fast rein falsch. Iteration erkennen, also etwas, was ich wiederhole, was pro Mal 4 kennt, was immer rum kennt, dann kannst du dazu, voilà, ich mal dem und dann kennt er so oft 4. Debugging, Fehler sichern und die dann verbessern. An Evaluation gucken, ob ich das ganz nicht nach Kauf verbessern, optimisieren, dass vielleicht Miseria geht, also 4. Eine Kompetenz, die auch ganz viel dabei gebraucht gehen, das sind die 4K Skills, das heißt Kreativität, Kommunikation, Kollaboration, kritisch denken. Kompetenzen, die auch ganz wichtig sind an unserer Zeit, die uns am Anfang auch von Maschinen oft unterscheiden, von allem Kreativität an der kritischen Denken, wird auch ganz wichtig sein. Der Ganze steht dann an dem Punkt Modellieren, Strukturieren, Codieren, für was die drei Wörter, wenn wir hier von Computational Thinking schwätzen, von den Problemen lesen und so weiter,
sind wir am Anfang eine Kompetenz einer vielen von digitalen Kompetenzen, die wichtig sind an unserer digitalen Gesellschaft, wo wir heute leben. Vor kurzem hast du den Medienkompass 4 gestaltet, wo 16 Kompetenzen definiert wurden. Eine Kompetenz davon ist dann die Heide, Punkt 3.4, modellieren, strukturieren, kodieren. Aber dann fangen wir auch weiß, dass das nicht nur just kodieren ist, wie gesagt, dass du die letzte Etappe für dich ankommen. Mir fehlt darauf, ich für dich muss eben modellieren, ich gucke, was wichtig ist, was unwichtig ist. Ich muss das Ganze strukturieren, für etwas zu kreieren. Und dann zum Schluss, wo ich dann die Befehle oder die Befehle kann dann fangen so, und ich muss abschreiben, welche drei muss dann behandelt gehen, für zum Lesen zu kommen. Der Layer-Kontext, was das wichtig beim Layer-Kontext, den man an der Schule umsetzen, das sind die Erfahrungen, die wir da gemacht haben an den verschiedenen Testphasen. Also am Anfang das Prinzip von Low Floor, High Ceiling and White Walls, wie dann mit Resnick gesagt wird. Low Floor, das ist schon ein leichter Einstieg. Ich komme sehr dran, ich muss nicht lange mich ranlesen und etwas Kompliziertes machen. High Ceiling, es gibt viele Möglichkeiten für eine Oven zu differenzieren, es gibt noch viel weiter Möglichkeiten. Aber White Walls, das ist nicht an meinem Klassenraum, just wo ich mache, wie klingt Rätsel, aber ich kann das wirklich auf viele Bereiche aufwenden. Für das Troll von der Lehrperson, wenn ich so Aktivitäten will machen, und jener steht schon von nicht groß für dem, was sowieso Troll von der Lehrperson ist am Unterricht, ist wichtig, dass ich da für zu begleiten, Schüler bei ihren Aktivitäten, wo sie Probleme probieren zu lesen, Lösungen zu finden, sie niederzuschreiben. Ja, ich begleite sie, aber ich vermittle kein Wissen natürlich. Das ist nicht, dass ich ihnen vorgehe, was die Lösung ist. Aber sie sind frei zu sichern. Es gibt viele Möglichkeiten, vielleicht die können gehen, dann nehmen eine enge Möglichkeit. Das ist der Enseigner als der Begleiter vom Schüler aus dem Lehrprozess. Er berät den Schüler auch. Das ist wie das Scaffolding, kann einem Tipp gehen, wie er kann weiterkommen, wann er hängen bleibt. Begleiten, bereiten, aber es gibt ihm nicht Lösung, ihm hilft einen Schritt weiterzukommen. Die einen Schüler ein bisschen mehr, die anderen Schüler natürlich ein bisschen mehr, so wie die Franzier das in der Klasse. Und ein dritt wichtiger Rolle für den Enseigner ist, Technologie gewinnbringend ersetzen. Das heißt, nicht alle Technologie ist für alle Aktivitäten sinnvoll anzusetzen, mit dem überlegt, was holen ich los, was ist los sinnvoll. Wir haben zum Beispiel drin das Beispiel Unplugged, was ich ganz gut kann machen für so Kompetenzen zu üben, ohne Material. Ich muss nicht immer digitale Geräte haben. Das ist allgemein Technologien oder Material. Wie setzt das gewinnbringend an, dass es wirklich zu dem feiert wird, mein Ziel ist. Voilà, wir haben lange genug darüber gesprochen, was Computational Thinking ist, was es kann sein, was für Möglichkeiten gehen von den Testphasen, die an den Schulen durchgeführt sind. Es wäre vielleicht nur mal in der Zeit, für zu gucken, wie gesagt, das sieht aus an der Realität, am Terrain, was Schüler damit arbeiten. Das ist ein Film gedreht in ein paar Klassen, wo ihr gesagt, wie Schüler damit arbeiten, wo ihr das richtig kann erleben, was das für die Schüler bedeutet, wie sie Spaß damit haben, was das hier das spielerisch rüberbringen. Ich gebe euch da noch einen Trailer von dem Film weisen. Den ganzen Film seht ihr auf der Website von EduCoding, da komme ich nach zurück. Du seht den ganzen Film, hier ist da noch ein Trailer daraus. Schüler benutzen alltag elektronische Apparate, sie wissen genau, wie die funktionieren. Aber was dann drin aufläuft, die Algorithmen, die von oft uns leben, bestimmen den Code, den dann draufsteht, da haben sie wenig Ahnung davon. Computational Thinking ist am Anfang so problemlösend denken. Da werden verschiedene Kompetenzen gefördert. Kreativ wäre sich schon. Auch im Zurückkommen, wenn es nicht geht, nach ein Kopf von Null aufhängen. Etwas anderes probieren. Drobleiben, bis das mit Lesung gefunden ist. Das ist am Anfang ein ganz Denkweis, den man dann ein bisschen umholt von dem Stör, hey, du hast Methode, du musst so, auch wenn es so ist, ist richtig, auch wenn es nicht so ist, geht falsch. An der Grundschule kann Computational Thinking auf eine ganz spielerische Manier angefordert gehen. An Agenten sich dadurch auch für ganz viele Fächer anzubannen. Flott aus mit Computational Thinking, dass es hilft beim Problemlesen. Wenn ich ihnen so, nee, dass du es falsch machst, anders, dass sie sehr fertig. Wenn der Computer in das Feedback geht, dass du es falsch, dann bleibt die Motivation für mich groß. Charakter von kann, wenn ich wirklich dann einzelne Schritte nicht mehr machen will, ist das okay. Aber wenn ich das trotzdem Platz will probieren und nicht gucke, dann zählt mich nicht aus, wenn es auch mal schief geht, dann ist das auch okay.
Für mich ändert sich die Vue auf die Kante, weil du dich in den Männern, die für mich dann noch relativ neu ist, wo ich dann auch kann, aus einem anderen Blickwinkel gesehen. Ich gesehen andere Kompetenzen bei den Kannern, die ich hier drin nicht so kommt gesehen. Ab dem 8. Mai, das ist ab morgen, könnt ihr den Film dann auch ganz gucken um Internetseite von www.educoding.lu. Da fand ihr dann noch ein anderes Material, wie du auf dem Menü gesehen Konzept geht und erklärt, für die, die sind, die haben durchstürchen. Aktualität, was momentan aktuell ist, Formationen, die um IFAN angeboten gehen. Unterrichtsideen von Enseignern, die im Kader von den Testphasen durchgeführt sind. Die sind auch durch Rezensionen von Material, das ist von verschiedenen Materialien, die ich benutzen kann, für eben die Kompetenzen an der Schule zu fördern. Wo ich kann gucken, wo das Material ein bisschen beschrieben wird, wo ich da keine Idee mehr, wer der beste Agent ist für die Situation, die ihn hat. Andere können uns natürlich dann noch kontaktieren, den Arbeitsgruppe Coding. Voilà. Die Etappe von der Umsetzung von dem ganzen Mühle, schon gesagt, der ganze Werdegang wird zu dem Stern, das wird man dann hier haben. Ich habe schon erwähnt, am 10. März wird die Vorstellung vom Medienkompass. Wie gesagt, der ganze Teil, wo wir sprechen, als ein Teil vom Medienkompass, das ist eine Kompetenz davon. Am März, April wird die Darstellung von den ICN, den Institut für Kompetenz Numerique, die dann dem auch können helfen, um Terrain 4 das ganze Teil umzusetzen. Das ist auch etwas, wo ich viel nach unsicher spielen, so Codieren, Computational Thinking, wie kann ich das nehmen? Da werden die ICN können helfen, ab nächstes Schuljahr. Der 7. Mai, voilà, haut dann, haben wir dann die Videokonferenz über einfach Codieren, wo der da dann so viel Gestalt kriegt. Die nächste Etappe, die noch kommen, das ist ab dem 8. Mai, das ist ab morgen, als dann den Internetseite EduCoding online, das ist, da könnt ihr auch die Informationen auch noch gucken gehen. Am September, ab dem September gibt dann Codieren am C4 angefordert gehen, das ist, dass die Schule in dem Moment flächendeckend bis nur welche Testphase in der 1. Klasse wird gemerkt gehen, dass ab dem September gibt es flächendeckend an alle Klassen angefangen, für dich nur am Zyklus 4.1 hauptsächlich. Der Zyklus 4.2 kann natürlich auch schon ganz gerne das ausprobieren. Auch ab September gibt es dann eine Starterkit an Schule verteilt. Eine Starterkit, du hast verschiedene Materialwerte dran sind, du kommst schon direkt nach dort zurück. Und da wird ab 2021, 2022 werden dann auch ein paar Aufgaben zu Codieren an den EPROF Kommun 4 kommen. Voilà, der Starterkit wird als das. Alle Schulen kriegen ab September ein Kost mit verschiedenen Materialien, die dran sind, wo ihn direkt der kann umsetzen an den Schulen. Das ist zum engen Teil der Lessonplan, das ist so Unterrichtsideen, wo ihn viel Schluck kriegt, was kann ich machen, zum Beispiel die vom Fehlererkennung, die ich noch viel präsentiert habe. Dann ist einfach Digitalmaterial dran, außer so kleine Roboterin. Das Knivellino Starterkit dabei an dem Modi-Kit. Guck, vielleicht ein bisschen mehr genäht dran. Das Material brauche ich für das ganze Konzept durchzuführen, was wir dafür gesehen haben. Und zwar fängt man um mit Unplugged. Unplugged, wie gesagt, ich brauche kein digitales Gerät. Ich kann das ganz so durchführen, mit dem Material probieren, so weiter, was ich am Klassensaal habe. Das hilft mir dem natürlich nicht, den Einstieg zu finden, weil ich mich nicht muss für diesen Moment irgendein technisches Gerät aufwinden oder das kennenlernen. Ich kann direkt losfahren. Als nächste Etappe kommen dann im Moment Roboter, das sind so kleine Roboterinnen, die kann ich mit Farben programmieren. Natürlich mit Rot, Blau, Schwarz zum Beispiel, hier ist dann ein Befehl, läuft miser, geh nur rechts, geh nur links. Auch du aus dem Moment schon programmieren, schon apparat, wie an dem sich Farbcode malen. Natürlich brauche ich Farben zu malen, ich muss nicht nur irgendwie über den Eco-Apps programmieren, natürlich, das lebt doch nach ganz screenless. Als nächste Etappe kommen dann unsere Blockli, das ist die Gerät, das du gerade hast, die Osoboten, holen ich lo programmieren sie wirklich um Ekran, an einem blockbasierten Spruch, wo ich wie Puzzlestecker so meine Befehle an der Nähe lehren, an der vorhin stehen, da kann programmieren. Dann kommt das Scratch. Scratch ist eine gratis Software, webbasierte Software, wo ich kann auch Programmer programmieren, die vor Anfang an einfach als du umsteigen, weil die Programmierung durchläuft bald genau dasselbe wie für beim unser Blockli, das ist auch blockbasierter Programmiersprache.
Wir gehen da weiter auf Knivellino. Knivellino, das ist ein kleines Platin. Kann ich vielleicht nicht im Moment, wenn du mal den Gif aufhängen, nicht viel aufhängen. Der gesagt, das ist ziemlich kompliziert aus. Wir waren ein bisschen los, dass die zwei Etappen schon durch hat. Die Knivellino, die Platin, da kann ich noch Sensoren anschließen. Und die programmieren die dann rum mit dem nächsten Spruch. Das ist auch im Sublock basiert, zu Puzzlestecken, die ich nehme. Und das ist bis dahin, also das ist schon gewinnt, für sie zu programmieren. Und zum Schluss kommt der Modi, auch so stark der Kit, wo er auch verschiedene Sensoren hört und damit ein paar Sachen kann ausprobieren. Zu all dem Material sind am Starterkit so Unterrichtsideen. Das heißt, an der Küche ist da noch so ein kleines Broschüre mit Unterrichtsideen, so ungefähr 30 Unterrichtsideen, wo dazu dem Osobot zum Knivellino und zu all dem Material Ideen fand, wie ich das kann durchfeiern, auch immer mit dem Lernen zum Plan d'Etude. Da hat er gesagt, voilà, wenn ich schon Datei machen, dann habe ich zum Beispiel Mustererkennung gemacht oder schon an der Geometrie Orientierung am Raum geübt. Da habe ich gesehen, also schon die Stirn, mal auf eine andere Manier die mathematische Kompetenzen oder andere geübt. Da ist auch mal Bezug zur Umwelt dabei. Da habe ich, was tut das ganz nur mit dem Alltag zu dienen oder mit dem Alltag von Computern, wie die funktionieren. Und dann noch nach Bezug zu anderen Aktivitäten, ist, was kann ich noch weitermachen? Wegen einer Themen kann ich darauf Sinn behandeln, was ich dann fächerübergreifend machen und auch an anderen Fächern davon profitieren. Die Ressourcen, die bei der Umsetzung dabei sind, wie gesagt, ab September, wenn er dann der Schule anfängt, die Videokonferenz einfach kodieren, das ist die Haupt, von der ihr dann dabei seht, wo das schon das erklärt wurde ein bisschen. Da werden eine Reihe Formationen und Workshops noch für eine Angebote zum Thema Codieren, Computational Thinking, wie man das kann umsetzen mit den Schülern. Am Centre Dokumentation Pädagogique um IFAN ist eine ganze Reihe Literatur, die ihr da könnt ausnehmen oder auf Platz angucken gehen. Es gibt die Handreichung mit Unterrichtsideen, die wir schon ein paar Mal erwähnt hatten. Den Internet-Site mit Informationen, Rezensionen und Tutorials. Tutorials natürlich zu den Unterrichtsideen, die wir hier proposieren in der Broschüre, werden auch in der nächsten Zeit so kurz Video-Tutorials kommen, für ein bisschen zu weisen, wen der kann umsetzen, wenn ich so der im Video gesagt habe, ist mehr verständlich, wie wenn ich das just liest. Da, wie gesagt, die Szenen, die an der Regionen sind, und da wird eine Matchmaker-Plattform kommen, wo in externe Ressourcen, wie zum Beispiel Code Club, also die wir schon hatten, an der zweiten Testpass, wo ich den kann kontaktieren und gesagt, hey, du sie Leute, die kann ich rufen, für bei mir mal in eine Klasse zu kommen, und vielleicht ein bisschen mit Dave an die Mathe heranzugehen. Voilà, ich sage nicht vielmals merci an, ich gehe dann vor zurück und Martin, viel weiter frohen. Vielmals merci, Claude, für die ganz informative und detaillierte Aufführung an dem Programm einfach kodieren. Es sind noch ein paar frohe Nukom, an die echt froh, die ich da stellen will. Das ist zuerst froh von Enseignern, wo kann ich mich da weiter formieren, sind ich fit genug für Codieren am C4 ab der Rentrée anzufeiern? Voilà, die frohe Befehl, das für Codieren anzufeiern, als eine berechtigte Angst, die ein bisschen hört, umso mehr, wo ich am Anfang den ganzen Bereich habe, hat die weiter als eine Ausbildung nicht gehört, oder soll dann fahren errichten, weil die selber am Anfang nie erlebt hat. Wir kennen die Ängste, und sind natürlich auch um uns das geplant und dafür Sachen vorbereitet. Es gibt eine Reihe Formationen im IFAN angeboten. Es sind ja schon, wenn es um Educoding LU geht, da sind schon zwei Formationen, die da proposiert gehen. Das wird schon direkt das ab nächste Woche, sind die ersten Formationen an die erste Formation, die ich ab nächster Woche schon durchlebt, dass das eben Konzept anplagt, wie eben zu weisen, wie ich den Einstieg aus. Ich kann wirklich direkt rankommen, ich muss mich nicht für dich mit digitalen Geräten auseinandersetzen, an die verstehen. Ich kann mit dem üblichen Material, das ich sowieso alltag benutzen, das kann ich, damit kann ich schon die Kompetenzen bei den Schülern fördern. Das ist natürlich geplant, ich meine, mit der Zeit, die du warst, ist das ein bisschen kompliziert. Momentan muss die Information nach online aufgehalten gehen, dann ist nicht der direkte Kontakt da, dass die verschiedene Sachen nicht so direkt möglich. Das ist aber geplant, für das da wirklich ab der nächsten Rentrée dann auch viel mehr Informationen werden kommen, die auch ein bisschen groß dann abgebaut sind, für eben ein bisschen noch das Konzept aufzudecken, weil du viel gestaltet gehen, dass der Tisch von dem anplagt, über Software, über Roboteren, die damit verbunden gehen, die ich mal so einen blockbasierten Spruch kann programmieren, wo ich das ganz an ein Konzept bringe, wo ich das über mehr, die ich dann mitmachen kann. Okay, merci Claude. Ein zweites Froh, die auch kommt, bezieht sich auf den Programm von der Mathe am C4. Und zwar seien Enseignant de Fred, das Programm, den noch schon ziemlich kompakt. Und ihr könnt auch noch Codieren dabei auf der Rentrée. Wie sollen die Leute umgehen, wenn ihr dort noch dabei könnt?
Ja, muss ich am Vogel gesehen, dass nicht nur etwas dabei kommt. Ich habe schon wieder gesagt, Computational Thinking und mathematisch denken, das sind am Anfang Sachen, die sich überschneiden. Natürlich ganz viele Kompetenzen, die du gefördert gehen, von so Aktivitäten machen, dann sind ich am Anfang auch ganz viel am mathematischen Bereich, Mustererkennung, Abstraktion. Allgemein das Problem lesen braucht man ja der Mathe an allen Stunden. Natürlich, das ist wirklich eine Kompetenz, die gefördert muss gehen, an die ich eben durch Computational Thinking auch Mathe kann fördern. Ich muss am Anfang gesehen, dass ich nicht das eint machen an der Dänen, mir das fand ich das eint machen, wenn ich so Aktivitäten mache, wie du hast schon viel gestaltet gesehen, auch schon aus der Schweiz, wie viel gestaltet gesehen, dass ich am Anfang merke, habe ich schon Kompetenzen gefördert, an die Kompetenzen kann ich an der Mathematik dann dement gebrauchen. Sogar nach mir weit, ich kann sie allgemein gebrauchen, weil ich mein Problem lesen denken, habe ich auch am Science-Unterricht oder an anderen Plätzen, das ist wirklich eine allgemeine Kompetenz, die ich am Alltag immer brauche. Vielleicht für ein E-Beispiel zu gehen, wir hatten ein E-Beispiel für drin. Bei den Osobotten zum Beispiel kann ich die auch programmieren, dass sie ein Quadrat auflaufen, dass sie ein Rechteck auflaufen, dass sie ein Fünfeck auflaufen, ein Dreieck. Wenn ich die programmieren will, dass das auflaufen, dann muss man natürlich auf vieres genie Gedanken machen, was sind die Eigenschaften von der Figur, wie sind die Winkel, wie ist mit den Längen und so weiter. Natürlich, dass ich am Anfang, wenn ich das nämlich, wenn ich das mache, wenn Schüler gesagt haben, dass ich hier drei ganz sicher die Figuren, wenn ich dasselbe schüsse mit einem anderen Material. Und das am Anfang so viel muss gesehen, ist schon eine weitere Möglichkeit, eine weitere Util in dem Moment, für das nämlich zu machen, was ich sowieso müsste machen. Okay, merci Claude. Es sind zwei Fragen nachgekommen zum technischen Material. Wenn am Starter-Kit zum Beispiel Mod geschickt wird, gehen die an Plug, das du auch schon erwähnt hast, und dann gehen die Osobotten an Modien. Was mache ich als Enseignant, wenn ich für in der Küche stehe und ich gehe nicht eins mit dem technischen Material? Hole ich direkt an der Schule zur Platz Unterstützung? Auf wen kann ich mich da wenden? Ja, also wie gesagt, bei dem Unplugged, du hast ja schon die Probleme nicht mit dem technischen Material, da komme ich wieder drüber weg. Sobald ich dann nur die technischen Sachen ersetzen, ja, da kann ich natürlich immer Probleme vorkommen. Ich muss immer einen B-Plan brett tun, ich muss mich sowieso immer von der Schule haben, wenn das nicht geht, dann muss ich etwas anderes in petto holen. Die technische Hilfe fand ich in dem Moment natürlich kann ich an der Schule fahren. Ich meine, für dich tut mir vielleicht erst die Pädagogik, andere Leute, die ich da besser rauskenne, die ich kann im Hölle frohen, die besser mehr bekannt. Schon mehr Wissen dazu. Ich höre da meine responsable Informatik am Gebäude, den ich direkt vielleicht noch kontaktieren kann. Und dann gibt es natürlich nur ab der Rentrée die ICN, die Institute für Kompetenz Numérique, die natürlich auch ein zusätzliches Hilfe, nachdem man kann sehen, für wann ein froh ist. Nach einer zweiten Frage oder Suche, die mit dem technischen Material zusammenhängt, ist, ich meine nicht, sieht als ein froh, dass meine Schule technisch gut genug equipiert ist, was die Hardware anbelangt oder die Wi-Fi. Was für eine Antwort tun wir darauf? Ja, die technische Ausstattung an der Schule ist ja ganz verschieden von Schule zu Schule. Natürlich das auch berücksichtigt, dann fängt man dann Plug an, ich meine, das ist ein okay Problem. Das Material, was du noch könnt, die Osobotten, die Knivelin und so weiter, das Material kann, du erfordert nicht, dass man ein Tablet muss tun oder irgendeine bestimmte Hardware muss tun, die sind allgemein gültig. Das heißt, ich kann das über ein Internet, also von einem Internetseite gehen, da gibt es so webbasierte Applikationen, wo ich Dokumente kann schaffen. Das heißt, das lebt also auf einem normalen Desktop-Computer, das lebt auf einem Laptop, das lebt auf einem Tablet. Das heißt, das ist egal, am Anfang wegen Hardware, die jemand benutzt, das lebt mit aller Apparat. An dem Moment, dass ich schon einen Desktop-Computer habe und der Wi-Fi ist so gut, dann kann ich über die Kabel verbinden, das heißt, dass ich die Probleme am Anfang in dem Moment umgehen kann. Eben weil das Material auf die verschiedenen Plattformen läuft. Okay, merci dazu. Ein frohes Nachkommen, ein Vierwitzfroh bei dem Folien über die Ressourcen. Die Script-Codeia-Team Hutz wird uns sagen, du war ein Bullet Point mit einer Matchmaker-Plattform. Was kann in so Sturen noch vorstellen? Weil die Matchmaker-Plattform, der das am Anfang, jeder Soziologe schafft die Sachen aus an der Klasse und ich benutze das, heißt, du willst vielleicht ein bisschen mein großes Projekt machen. Ich will mir etwas mit dir von etwas rangehen. Ich selber als Senior fühle mich noch nicht bereit, für mich vertieft, das Ganze zu behandeln. Und dann kann ich den Moment bei der Matchmaker-Plattform sind dann eine ganze Reihe externer Assoziationen, die ich dann im Moment kann frohen, dazu bei mir schon Klasse kommen, du Workshop aufhören und dann ein bisschen mehr verdäuft an die Materie herangehen. So ein bisschen wie das auch am Bereich Musik, auch Künstler, die ich kann frohen für Theater oder so weiter, als der Teil am Bereich Coding. Das heißt, wo ich da wirklich Partner kenne, wie zum Beispiel Code Club oder andere,
die mir helfen können, etwas umzusetzen, ein Projekt, wie ein großes Projekt auf Bienen zu setzen. Die wissen, wie da rausgeht, was am Fungland in unserer Idee just dafür gesehen ist. Okay, merci Claude für das Antwort. Ich gesehen weiter am Chat keine weiteren Antworten oder Fragen, die rauskommen sind. Dafür zeigt nicht, wann und kurz la Route Fragen abkommen, schickt sie an educoding@man.lu. Uns Codeia-Equipe, die Werte beantworten, sich ihre Fragen unholen. Dann ein bisschen vier unter Zeit, das ist 20:03, sind wir um Ende von diesem Webinar angekommen. Und mit diesem Ende gebe ich alle Participanten Merci soen, die an den letzten 90 Minuten mit dabei waren. So für allen Dingen noch denen Merci, die in dieser Produktion beteiligt waren. Ganz besonders der Equipe von Cisco WebEx und Telkea, aber auch hier auf der Platz nachher hier uns Skript, Ton und Film-Equipe. Und dann, ich schaue noch mit euch, bis ganz geschwind und bleibt gesund.